Es sind schreckliche Dinge passiert. Und mir war, als müsse ich praktisch zu den Leuten beten und ihnen sagen, falls ich darüber schreibe, verspreche ich, es nicht zu trivialisieren. Ich schreibe Kriminalromane, weil sie genau meiner Vision der Welt entsprechen. Was hätte ich denn damals gemacht? Die Antwort wird man wahrscheinlich nicht finden. Mein Blick ist schwarz.